Servus, liebe Leute, heute gibt's mal eine Update-Idee. Ich habe es mir folgendermaßen vorgestellt, dass die Videos immer so 1 bis 2 Minuten lang werden, aber ich euch täglich eine Update-Idee zusätzlich vorstellen werde. Das heißt, ihr werdet eine Update-Idee sehen und ein reguläres Video, sei es Clash of Clans, sei es Clash Royale. Clash of Clans muss natürlich auch jetzt ein bisschen öfters noch geben. Wäre sonst traurig, denn das soll nicht wegfallen. Ja, des Weiteren fange ich jetzt mal an mit der ersten Update-Idee. Ich nehme ein bisschen was jetzt im Voraus auf. Also nicht wundern, wenn es dann irgendwann vielleicht mal zu Überschneidungen kommt, dass ein neues Update raus ist und vielleicht irgendwann mal das ist. Dann lösche ich aber die Update-Idee, dann ist sie natürlich nicht mehr aktuell, aber wir verstehen uns. Und die erste Update-Idee für die erste Folge wäre folgendermaßen. Das wäre der Umkehrzauber. Ich habe mir überlegt, der Umkehrzauber ist der Zauber, dass die Truppen in dem Radius einfach die Richtung wechseln. Das heißt, sei es der Gegner, setzt er hier den Prinz. Dann setze ich den Umkehrzauber auf den Prinzen. Natürlich würde der Prinz dann nicht sterben oder sowas. Er wird einfach umdrehen, also die Richtung wechseln und für mich agieren. Natürlich darf das nicht so teuer sein, um ehrlich zu sein, denn das wäre zu traurig. Ich habe mir überlegt, kostet also nicht zu teuer und nicht zu günstig. Ja, wenn es halt richtig teuer wird, braucht er halt einen großen Radius. Wenn er zu günstig wird, braucht er einen ganz kleinen Radius. Oder halt eine Truppenkapazität, wo er allerhöchstens drehen oder umdrehen kann. Bin auch gespannt, wie ich das im Thumbnail mache mit dem Umkehrzauber. Aber im Thumbnail seht ihr es ja, wie ich meine, dass er aussehen könnte. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass er 7 oder 8 Elixier kosten kann. Ist noch ein bisschen in der Schleifungsphase. Wie gesagt, das sind nur Update-Ideen. Wäre auf jeden Fall richtig, richtig episch. So einen Umkehrzauber, aber mal schauen, ob sowas überhaupt kommen kann oder auch nicht. Sehen wir auf jeden Fall mal da noch. Aber ja, die Grundidee finde ich eigentlich recht gut, recht witzig. Ja, muss man mal schauen, ob das überhaupt passt. Ja, eine bestimmte Zeitangabe gibt es da nicht. Wie lange soll denn der halten, der Umkehrzauber? Aber ich würde sagen, wenn man einmal in dem Umkehrzauber drin ist und verfällt, bleibt man dann umgedreht. Also bleibt man dann in der Richtung, wo man gerade ist und dreht sich dann nicht wieder um. Das wäre Schwachsinn. Ja, das wäre es eigentlich mit der sagenumwogenen Umkehrzauberei. Ja, das wäre meine erste Update-Idee. Ich hoffe, ihr feiert sie. Hab auch mal in YouTube geguckt, hab sie wirklich noch gar nicht gefunden. Ist mir eingefallen. Und ein Abonnent hat es auch geschrieben. Also, warum denn nicht? Wie gesagt, wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich riesig interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, wenn der Fight vorbei ist, bin ich da raus. Aber gönnt euch den Fight natürlich noch zum Ende. Denn es wird noch vielleicht ein bisschen interessant. Die letzten 15 Sekunden laufen ja noch. Und ihr habt es bestimmt schon vorne hin gesehen, dass wir gewonnen haben. Aber sollte passen. Und ja, eine Update-Idee immer so gegen Abend, so ganz gechillt. Finde ich auf jeden Fall lässig und kann man auf jeden Fall sich mal geben. Also Jungs, ich würde sagen, dann war es das für diese Folge. Haut rein, bis dann und lasst ein paar Update-Ideen da. Ciao, ciao. Limba română se dă răspind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână Trage buza peste dinți fraiere Cam avut pize ca aia deci puie băi Te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles Căutai putul ce pe GPS Când aia e la bară te faci foc și pară Blocă pentru tine un sac pe verticală Mergi la sală ca un prost fără rost Un popos nu știe că îmbrac un prost Când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din extinție